Hey, was geht ab, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns mal wieder im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Genauer gesagt habe ich heute eine Situationsaufgabe für euch mitgebracht aus dem Bereich Personalbedarfsarten oder Arten der Personalbedarfsermittlung. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Falls euch meine Videos gefallen, dürft ihr natürlich sehr gerne ein Abo und ein Like dalassen. Dankeschön! So, da sind wir wieder. Ich würde sagen, legen wir direkt mal mit der Ausgangssituation los. Und zwar, die DS GmbH mit Sitz in Freiburg hat 4000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist tarifgebunden, ein Betriebsrat wurde gewählt. Sie leiten eine Abteilung mit 32 Industriemechanikern, 14 Mechatronikern und 3 Auszubildenden. Und nun die Aufgabe: Nennen und beschreiben Sie kurz 6 Arten der Personalbedarfsplanung. So, nun, was ist denn überhaupt die Personalbedarfsplanung? Was hat das überhaupt alles für einen Sinn? Also Ziel der Personalbedarfsplanung ist es schon mal, den benötigten Personalbedarf quantitativ und qualitativ zu decken. Sie ist unverzichtbar für die Beschaffung neuer Arbeitskräfte. Und im Grunde wird bei der Personalbedarfsplanung festgestellt, wie viele Mitarbeiter zu welcher Zeit und zu welchem Ort im Unternehmen benötigt werden. Die große Herausforderung dabei ist, alles genau richtig einzuschätzen. Man kann zwar durch statistische Methoden die Zukunft planen, indem man Statistiken aus der Vergangenheit dazu zieht, aber hundertprozentig kann ja niemand die Zukunft vorhersagen. Genau, so viel dazu. Aber kommen wir jetzt nun mal zu den 6 Arten der Personalbedarfsplanung. Da wäre zum ersten der Ersatzbedarf. Ersatzbedarf wird verursacht durch ausscheidende Mitarbeiter. Zum Beispiel, wenn Mitarbeiter in Pension gehen oder kündigen oder gar sterben. Als nächstes haben wir den Minderbedarf. Minderbedarf entsteht durch zum Beispiel Rezession oder Rationalisierung. Da kann ein Rückgang des Personalbedarfs entstehen. Beispielsweise, wenn neue Anlagen und Maschinen angeschafft werden und man bei diesen Geräten einfach nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt, weil der Automatisierungsgrad einfach höher ist. Als nächstes haben wir den Neubedarf. Neubedarf entsteht, wenn zusätzlicher Personalbedarf über den aktuellen Stand hinausgeht. Beispielsweise, wenn Erweiterungen stattfinden, wenn neue Abteilungen aufmachen, neue Produkte mit neuen Maschinen entwickelt werden und man einfach mehr Mitarbeiter braucht. Kommen wir zum Zusatzbedarf Nummer 4. Zusatzbedarf ist, wie der Name schon sagt, vorübergehender kurzfristiger Bedarf von Mitarbeitern, beispielsweise durch Leiharbeitnehmer. Wir können als Beispiel nehmen, ein großer Auftrag, der aber nur im Sommer stattfindet zum Beispiel. Da können wir uns an eine Leiharbeitnehmerfirma wenden und kurzfristig ein paar Mitarbeiter ordern. Nummer 5, Reservebedarf. Reservebedarf ist für Notsituationen zur Verfügung stehendes Personal, zum Beispiel wenn Mitarbeiter durch Krankheit oder Unfälle ausfallen. Und last but not least, Freistellungsbedarf. Freistellungsbedarf entsteht beim Abbau von Personal, zum Beispiel bei Schließungen von Abteilungen. So manch einer denkt sich jetzt vielleicht, das ist doch ähnlich wie Minderbedarf, da wird doch auch Personal abgebaut. Aber beim Freistellungsbedarf, da geht es dann eher um, wenn ganze Abteilungen schließen, dass die Mitarbeiter dann einfach halt freigestellt werden oder ja, freigesetzt werden. Gut, das war's auch schon wieder von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.